du so wie manche Gelehrte, ja, Imam Ibn Hazm, als er mal in eine Moschee kam, hatte keine Ahnung gehabt von Islamwissenschaften. Dann wurde er korrigiert zweimal von einem alten Mann und dann dachte er, so dumm will ich nicht bleiben, ich will selbst lernen. Er hat sich qualifiziert und nachher ist er ein großer Gelehrter geworden. Die islamischen Gelehrten regnen nicht vom Himmel. Wissen kann man sich aneignen. Und wir müssen uns Wissen aneignen. Eine Pflicht. Und deshalb, bevor ich handle, viele Leute kommen zu dir und fragen dich und haben etwas längst gemacht. Und dann kommt er und fragt im Nachhinein. Ja, wieso fragst du mich jetzt? Du hast doch bereits gehandelt. Normalerweise fragt man vorher. Normalerweise, wenn ich krank bin und ich irgendeine Medizin nehmen will, gehe ich zum Arzt, bevor ich die Medizin anwende. Nicht, ich gehe in die Bibliothek und hole mir irgendeine Medizin und schlucke sie. Im Islam, in der Islamwissenschaft ist nicht anders. Es gibt eine Wissenschaft, es gibt Fachleute, die jahrelang sich spezialisieren auf Dinge. Und ich sage euch nicht, weil sie Islamwissenschaftler sind, sind sie bessere Menschen. Nein, aber sie sind Fachleute in diesem Bereich. Sie können dir sagen, wie die Dinge laufen. Und deshalb, Iman, handeln nach dem Wissen, nachdem man weiß. Und das ist zumindest diese Pflicht, die man individuell machen muss. Und dann, wir sprechen hier im Plural. Hier brauchen wir die Gemeinschaft. Ein Muslim kann alleine nicht leben. Du brauchst die Gemeinschaft. Unser Problem ist heute leider, dass wir sehr ideologisch denken. Normalerweise muss ein Muslim sich bei jeder Gemeinschaft finden. Alle unsere Muslime sind unsere Geschwister. Egal wie sie politisch tätig sind. Wir haben aber leider nicht gelernt, zu unterscheiden zwischen diesen Dingen. Manchmal feinden wir jemanden an, weil er vielleicht politisch anders denkt. Oder weil er uns in sogenannten mehrdeutigen Sachen widerspricht, eine andere Meinung vertritt. Obwohl wir wissen, unsere Gelehrten früher, Imam Shafi'i rahimahullah war Schüler bei Imam Malik, 12 Jahre lang, hat von ihm viel gelernt und nachher hat Imam Malik widersprochen in vielen Fragen. Aber sein Respekt und seine Liebe zu Imam Malik blieb, wurde nie beeinträchtigt. Imam Ahmad war Schüler von Imam Shafi'i, hat von ihm viel gelernt und hat ihm in vielen Fragen widersprochen. Dennoch die Liebe und Respekt zu Imam Shafi'i war immer da. Unser Problem ist heute, wir sind so, haben solche Scheuklappen. Entweder lieben wir jemanden, weil er genauso denkt wie wir, eine Kopie von uns, oder wir mögen ihn nicht, manchmal feinden wir ihn an, nur weil er diese oder jene Meinung vertritt. Im Islam ist nicht alles eindeutig. Es gibt eindeutige Dinge im Islam. Sie sind in allen Fiqh-Schulen gleich. Aber es gibt auch mehrdeutige Dinge. Der eine Gelehrte hat etwas favorisiert, ein anderer hat etwas anderes favorisiert. Mit Belegen. Unsere Gelehrten sprechen nicht aus dem Bauch heraus. Wenn sie etwas sagen, sagen sie, weshalb sie das sagen. Das bedeutet, wenn diese Vielfalt vorhanden ist, dann müssen wir sie akzeptieren. Und wenn wir so denken, dann können wir auch zusammenkommen. Egal nach welchem Madhab unser Imam betet, können wir hinter ihm beten. Und wir können zusammenarbeiten und wir machen gemeinsame Aktivitäten. Und vielleicht, wenn ich in einer Frage mal anders denke, gut, dann ist es anders. Die Sahaba haben unterschiedliche Meinungen vertreten in vielen Fragen. Die Gelehrten unterscheiden sich in viel. Manchmal in der gleichen Schule hast du mehrere Meinungen. Das darf kein Grund sein, dass wir uns anfeinden. Aber das ist leider heute. Und das ist ein Produkt des Unwissens. Wir müssen wieder diese Einstellung verbreiten unter den Muslimen. Dass wir wieder uns einander lieben.
innama al-mu'minuna ikhwa. Dass ich jeden Muslim, selbst wenn er Sünden begeht, betrachte als mein Bruder. Wenn er Sünden begeht, dann heißt es, er braucht mehr meine Hilfe. Wir müssen wieder zu dieser Milde zurückkehren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns das beigebracht hat. Dieser Rifq. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, diese Milde, sie ist in nichts, sie kommt in nichts vor, ohne dass sie das verschönert. Und sie wird bei nichts vermisst, ohne dass sie das verschandet. Wir sind heute nicht mehr mild miteinander. Manchmal haben wir viel Geduld mit Atheisten. Manchmal siehst du Muslime sitzen, diskutieren mit Atheisten stundenlang und haben Verständnis für alle ihre Aussagen. Aber mit ihrem Bruder können sie nicht mal 5 Minuten diskutieren, ohne dass sie beginnen, sich gegenseitig zu schimpfen. Lest mal zum Beispiel, Internet hat positive, aber auch viele negative Seiten. Schaut mal, wie Muslime sich äußern im Internet. Ohne Adab, ohne Akhlaq, vulgär. Und dann wollen sie alle aber reden im Namen des Islam und wollen diese Gesellschaft verändern. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Herzen eröffnet mit Akhlaq. Nicht mit vulgär sein. Schimpfen kann jeder. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Starke ist nicht jemand, der im Ringen siegt. Wenn du mal wütend bist und du bist wirklich ein Mann, dann übst du dich in Geduld. So macht ein Mann. Aber nicht, du bist zornig und dann fängst du an, diese Umma von vorne bis hinten zu beschimpfen. Alle Muslime, alle. Aber das ist leider unser Verhalten heute. Man vermisst diese Liebe unter den Muslimen heute. Man hat das Gefühl, dass wir nicht Brüder und nicht Geschwister sind. Obwohl der Islam kam, um genau das allererste, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, als die Muslime nach Medina auswandern mussten, ist diese Mu'akha, Vergeschwisterung. Dann kommen Zugewanderte zu Altansässigen und diese nehmen sie auf und teilen mit ihnen alles. Diese Gemeinschaft müssen wir wieder aufbauen. Heute sind wir so zerstritten, ideologisch, nach Nationalitäten, nach Schulen, nach. Manchmal sitzen wir zusammen, wir suchen nicht etwas, was uns versammelt, sondern genau suchen wir solche Themen, die Hass in uns wecken und die uns gegeneinander aufhetzen. Wozu das alles? Der Scheitan nur freut sich darüber. Und deshalb, liebe Geschwister, das Rezept des Erfolgs ist klar. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Und wenn du deinem Bruder einen guten Ratschlag gibst, wie machst du einen guten Ratschlag? Mit Liebe. Unter 4 Augen. Wenn du von ihm Schandtaten, Verfehlungen siehst, was machst du als Muslim? Zudecken. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer die Schandtaten seines Bruders im Diesseits zudeckt, wird Allah seine Schandtaten im Jenseits zudecken. Wir machen das genau anders. Wir sehen einen Fehler bei einem Bruder oder Schwester und dann erfährt die ganze Welt davon. Genau das Gegenteil. Tawasau bil haqq, dass wir uns gegenseitig erinnern. Aber mit dieser Liebe.
wo wir zeigen, dass wir uns kümmern um unsere Geschwister. Egal, was sie sind. Wenn ich sehe, mein Bruder macht einen Fehler, dass ich sage, Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala mich damit nicht geprüft hat. Aber dann denke ich, wie kann ich ihm helfen? Nicht, wie kann ich ihn bloßstellen und fertig machen. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Geduld, das müssen wir lernen. Schaut mal, manchmal macht man Dawa jahrelang, ist man nicht erfolgreich. Und dann sagt man, ich will nicht mehr. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erzählt von vielen Propheten, die Dawa gemacht haben. Und manchmal, der Prophet sagt uns, manchmal kommt ein Prophet am jüngsten Tag und mit ihm kommt niemand. Er hat niemanden gewinnen können für seine Botschaft. Manchmal kommt ein Prophet mit einer Person, mit zwei, mit drei. Und der Prophet wünscht sich, dass er die meisten, die größte Gemeinschaft hat. Aber wie kommt diese größte Gemeinschaft? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist entsandt zu allen Menschen und Dschinn. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist tot. Wer übernimmt seine Aufgabe bei der Verkündung dieser Botschaft? Wer? Das sind wir. Deshalb hat Allah Ta'ala die Pflicht zu Da'wah gemacht. Und wenn wir Da'wah machen, wie machen wir Da'wah? Mit Hass? Mit Verachtung? Wenn du jemanden für den Islam gewinnen willst, wie sollst du mit ihm umgehen? Nicht nur ein Nicht-Muslim, wir machen Da'wah auch unter Muslimen. Wie mache ich das? Mit Hassverbreitung? Oder indem ich diese Menschen wie Allah subhanahu, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Leute, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, nicht nur wie er mit den Muslimen umgegangen ist, sondern mit Nicht-Muslimen. Er hat die Menschen immer mit viel Barmherzigkeit behandelt. Alleine, wenn ich immer denke an die Geschichte von Abdullah ibn Ubay ibn Salul, als er starb. Der war der Kopf der Heuchler in Medina. Der größte Munafik. Dann kommt sein Sohn, ein Muslim, und bittet den Propheten, dass er für ihn das Totengebet verrichtet. Nein, nicht nur das, dass er ihm auch sein Hemd mit seinem Hemd bekleidet. Und der Prophet zögert keine Sekunde. Nicht, weil er Abdullah ibn Ubay ibn Salul liebt. Er weiß, wer er ist. Aber sein Sohn und dieser Muslim. Und es war noch nicht das Verbot, dass man für Munafiqin, wir kennen Munafiqun, Munafiqun können wir nicht feststellen, also für Nicht-Muslime. Aber damals war noch nicht das Verbot. Und der Prophet ist hingegangen. Und selbst als Sayyidina Umar ihm im Weg stand, und sagte ihm, aber es steht, auch wenn du 70 Mal für sie um Vergebung bittest, will Allah ihn nicht vergeben, sagte, dann bitte ich um mehr als 70 Mal. Was wollte der Prophet uns damit sagen? Wenn ein Gebot ist, dass etwas verboten ist, halten wir ein. Aber wenn es nicht ist, dann zeigen wir diese Liebe, diese Barmherzigkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von ihm ist überliefert, einmal ging an ihn ein Trauerzug eines Juden vorbei und er hat geweint und sagte, das ist eine Seele, die mir entgangen ist. Der Scheitan hat ihn gewonnen. Der ist kein Muslim, als Nicht-Muslim verstorben. Der Prophet empfand Trauer. Nicht er hat sich lustig gemacht über den Mann oder geschimpft. Weil was ist seine Aufgabe? Dass er die Menschen, dass er diese Da'wah verkündet, das ist auch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, die Menschen zu Muslimen zu machen. Das war auch nicht die Aufgabe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und wie macht er, wie verkündet er der Prophet? Allah Ta'ala sagt, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah Ta'ala hat dir gezeigt aus seiner Gnade, wie du milde mit denen bist. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Wärst du barsch, harten Herzens gewesen, wären sie alle von dir weggegangen. Wieso haben die Menschen Muhammad SAW geliebt? Weil er barmherzig war.
weil er die Menschen geliebt hat, weil er Dua für die Kuffar gemacht hat. Wir wissen, als Jibril zu ihm kommt und sagt ihm, gib mir einen Befehl, damit ich die Berge von Makka über ihnen stürzen lasse. Und was sagt ihm der Prophet? Ja Allah, leite meine Menschen, meine Leute recht, denn sie wissen es nicht. Das war seine, das ist unsere Botschaft. Und diese Botschaft, die müssen wir unter uns verbreiten. Diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Zusammengehörigkeit, damit wir auch Dawa machen können. Denn liebe Geschwister, faqidu shay'in la yu'tih, wer über etwas nicht verfügt, wird er nicht weitergeben können. Also wir müssen erstmal diese Milde, diese Barmherzigkeit in uns tragen, damit wir das nach außen ausstrahlen können. Und das ist unsere Pflicht. Und deshalb, wenn ich das jetzt, wieso habe ich das so gemacht? Weil das fasst für uns alles zusammen. Das bedeutet, ich habe als Muslim Pflichten mir gegenüber. Ich muss mich bilden. Ich muss wissen, was Allah Ta'ala geboten und verboten hat. Und ich muss danach handeln, soweit ich kann. Manchmal gibt es Dinge, die ich nicht machen kann. Dann mache ich, was ich kann. Denn wenn ich mache, was ich kann, habe ich meine Entschuldigung vor Allah Ta'ala. Und deshalb muss ich lernen, als Muslim insbesondere die Unterscheidung zwischen diesen sogenannten unerlässlichen, benötigten, verschönernden Gütern, die wir im Islam haben. Wir wissen, alle islamischen Gelehrten, die islamischen Gelehrten haben gesagt, sämtliche Gebote, die wir im Islam haben, dienen am Ende einer Zielsetzung. Was ist die Zielsetzung? Jalbul Maslaha wa Daf'ul Mafsada. Förderung des Guten für den Menschen, Abwehr des Bösen vom Menschen. Das ist das Ziel. Und dann haben sie gesagt, die Dinge, die im Interesse des Menschen sind, die teilen wir in drei Gruppen ein. Es gibt die unerlässlichen, ohne die der Mensch nicht leben kann. Und deshalb achten wir auf Wahrung des Din, Wahrung des Lebens, Wahrung des Intellekts, Wahrung der Herr, der Nachkommenschaft, Wahrung des Vermögens und auch Wahrung der Ehre des Menschen. Und dann kommen benötigte Dinge. Ohne sie kann der Mensch leben, aber sein Leben wird sehr beschwerlich. Und dann kommen verschönernde Dinge, die das Leben schöner, leichter machen. Wir müssen unterscheiden können zwischen diesen Kategorien. Damit, wenn wir mal vor der Wahl stehen, was zu wählen haben, dass wir die Prioritäten setzen können. Nicht, ich vergieße Leben, damit ich etwas Verschönerndes bewahre. Das ist, was wir heute haben. Heute gibt es Leute, wir erleben das ab und zu mal, streiten darüber, wie lang die Hose sein muss und dann erschießt jemand seinen Bruder. Für was? Oder jemand hat eine andere Meinung in einer Frage und dann der andere, wenn er mit ihm nicht einverstanden ist, sofort Verräter, Dings. In Syrien, ich kann euch Geschichten erzählen, was im Namen des Islam und was Jahl mit den Menschen macht. Nicht nur in Syrien, in fast allen islamischen Ländern so. Die Menschen können nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig, was ist wichtiger. Was ist prioritär? Das müssen wir aber wissen, weil wir haben nicht immer die Wahl zwischen Gut und Böse. Manchmal hast du die Wahl zwischen Böse und Böse. Zwischen einem geringen Übel und einem größeren Übel. Manchmal hast du die Wahl zwischen Gut und Besser. Du musst unterscheiden können, damit du die richtige Wahl stellen kannst, machen kannst, treffen kannst. Wenn du das nicht weißt, vermischst du die Dinge miteinander. Und deshalb die Pflicht mir gegenüber, als Mensch, als Muslim, dann die Pflicht meiner Familie gegenüber. Denn Allah Ta'ala hat uns gesagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wir haben die Pflicht, uns vor dem Feuer zu retten, zu schützen, aber auch unsere
Familie. Deshalb die Kindererziehung. Kindererziehung, liebe Geschwister, bedeutet nicht nur kochen und putzen und sauber machen und teure Sachen kaufen für die Kinder. Gute Erziehung bedeutet, dass du deinen Kindern gute Moral beibringst. Dass du ihnen die wichtigsten Dinge über ihren Dien zeigst. Dass du für sie ein Vorbild bist. Denn wenn du kein Vorbild in der Erziehung bist, kannst du Theorien sprechen, wie du willst. Kannst du theoretisch Vorträge halten, wie du willst. Wenn deine Kinder wissen, du verlangst von ihnen, dass sie nicht rauchen und du rauchst. Du verlangst von ihnen, dass sie nicht lügen und sie hören dich, wie du lügst. Du verlangst von ihnen, großzügig zu sein und du bist geizig. Dann werden sie nicht auf dich hören. Du bist ein Vorbild. Du bist Uswa. Sie sehen dich bei jeder Handlung, bei jedem Wort. Sie sehen auch ihre Mutter bei jeder Handlung und bei jedem Wort. Und hier hast du eine große Pflicht als Muslim. Gegenüber deiner Frau, aber auch deine Frau dir gegenüber. Denn in der Familie gibt es nicht nur den Mann, der alles überwacht, sondern es gibt eine Familie. Mann und Frau müssen hier kooperieren miteinander. Jeder hat seine Pflichten. Und wenn du diese Pflicht gegenüber deinen Familien erfüllt hast, dann kommt deine Pflicht natürlich gegenüber der islamischen Gemeinde. Wie wir gesagt haben, ohne Gemeinde kann ich nicht überleben. Das bedeutet, ich muss auch mich beteiligen. Ich kann nicht diese Arbeit nur wenigen Menschen überlassen. Ich sage, der Imam richtet das. Der Bruder so und so macht das. Nein, du musst dich auch verantwortlich fühlen. Du musst schauen, was kann ich tun, was kann ich helfen. Wenn ich wenig Zeit habe, zahle ich. Und wir müssen sehen, was brauchen wir, damit wir eine gute Arbeit leisten für uns und für unsere Kinder. Das müssen wir bezahlen. Ohne Aufforderung. Nein, wir müssen selber denken. Schaut mal, die Sektenanhänger, ein Beispiel, diese Ahmadiyya, sie nehmen von ihren Mitgliedern monatlich als Pflichtabgabe 16% ihres Einkommens, auch wenn sie Sozialhilfeempfänger sind. Und wir, wenn wir die 20 Euro wollen, müssen wir dann manchmal so oft wiederholen und manchmal kommen Leute und machen Vorhaltungen, was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Und er weiß nicht selber, wie viel, alleine Wasser verbraucht er für Wudu und für die Toilette mehr als 20 Euro, jeder von uns, wenn er einen Monat in der Moschee ist. Und all diese Aspekte. Man denkt immer, islamische Arbeit muss kostenlos sein. Nein! Fi sabilillah bedeutet nicht kostenlos. Fi sabilillah bedeutet, dass man die Absicht Allah Ta'ala widmet. Aber wir müssen nach den Gesetzen, die Allah Ta'ala erschuf, vorgehen. Gute Arbeit kostet Geld. Wer soll dieses Geld bezahlen? Wir. Wir profitieren davon. Wir brauchen diese Arbeit. Wir sind darauf angewiesen. Aber ich denke immer, als ob ich damit nichts zu tun habe. Nein. Und dann muss ich natürlich mit dem guten Ratschlag, nehmen wir an, jemand in der Gemeinde von der Führung macht Fehler. Was machen wir? Nicht wir fangen an, dann ihn bloßzustellen, zu streiten, über ihn schlecht zu reden. Sondern wir kommen und sagen, Bruder, das ist so zustande gekommen. Was können wir tun, damit wir dir helfen? Wie können wir diesen Fehler wieder korrigieren? Dann halten wir zusammen und nicht fangen an, auch andere Dinge, leider wie das ist in den Gemeinden. Wir müssen wissen, wir tragen Verantwortung. Und dann kommt es ganz wichtig, unsere Pflicht gegenüber dieser Gesellschaft. Es gibt ja die Mehrheitsgesellschaft, wir leben in einer nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Wie sollen wir mit diesen Menschen umgehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran,
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das auch praktiziert in Medina. Er kam nach Medina. Er hat direkt die Karte von Medina, Sahifatul Medina, aufgerichtet mit Rechten und Pflichten und Rücksicht auf die Menschen. Es stand immer gute Behandlung. Guter Umgang ist unser Ziel. Unter Muslimen und Nicht-Muslimen. Al-Birr. Allah Ta'ala sagt, er verbietet euch nicht gegen Menschen, die nicht gegen euch kämpfen und nicht vertreiben aus euren Häusern. Also mit Menschen, mit denen wir in Frieden leben. Dass wir ihnen mit Birr begegnen. Und Birr ist die Güte. Güte, gütig sein. Gib ihnen mehr als das, was ihnen zusteht. Das ist Birr. Aber mindestens Qist, Adl. Gib ihnen das, was ihnen zusteht. Das bedeutet, sind sie deine Nachbarn? Du musst ihnen das Recht geben als Nachbarn. Und Rasulullah sallam sagt, ma zala Jibril yusini bijjar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril hat mich so eindringlich auf den Nachbarn angewiesen, bis ich gedacht habe, bald wird er zu einem Erben einsetzen. Das bedeutet, du musst äußerst Rücksicht auf deinen Nachbarn geben. Wie nehme ich Rücksicht auf meinen Nachbarn? Ich störe ihn nicht. Ich beachte hier die Nachtruhe. Wenn mein Nachbar Hilfe braucht, helfe ich ihm. Wenn mein Nachbar, wenn ich ihn sehe, grüße ich ihn. Ja? Wenn ich ab und zu mal gebe ich ihm ein Geschenk. Vielleicht koche ich etwas, schenke ich ihm. Auch wenn er darauf nicht reagiert am Anfang, der muss es lernen. Das müssen wir tun. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns auch, er hat es dreimal wiederholt, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Er sagt, er ist kein Mu'min, dreimal. Und dann die Sahaba haben gesagt, wer ist dieser Rasulullah? Er sagte, derjenige, dessen Nachbar sich, oder dessen Nachbar sich vor seinen Bosheiten sich nicht sicher fühlt. Das bedeutet, wenn du deinen Nachbar verunsicherst, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dein Iman muss überprüft werden. Ist nicht vollkommen. Nicht so, wie es sein soll. Das müssen wir. Und glaubt mir, Wallahi, wenn wir nur dieses Nachbarschaftsrecht im Islam einsetzen, ja, auch ich sage hier die Gemeinde, auch diese Nachbarn, die Muslime haben früher gesagt, wenn du Allahu Akbar schreist, sagst Allahu Akbar, alle Leute, die dich hören, sind deine Nachbarn. Nicht nur derjenige, der neben dir ist. Was mache ich mit diesen Nachbarn? Ich suche vielleicht mal Anlässe. Lade ich einmal zum Essen, zum Tee ein. Wenn ich höre, mein Nachbar ist krank, besuche ich ihn. Fi sabilillah. Auch wenn dieser Nachbar darauf nicht reagiert, du hast deine Gebote, Allahs Gebote erfüllt. Und dann werdet ihr sehen, die Menschen werden sich ändern. Aber was tun wir heute? Die meisten Muslime grüßen nicht mal ihre Nachbarn. Auch wenn der Nachbar manchmal schlecht ist in seiner Behandlung, mit Geduld kannst du jeden umdrehen. Geduld und dranbleiben. Wallahi, ich kenne manche Leute, sie haben den Islam angenommen, nur weil der Nachbar sie im Krankenhaus besucht hat. Nur waren sie überwältigt. Nur das. 5 Minuten. Manchmal tust du Dinge, du denkst, die sind für dich selbstverständlich, aber sie bewirken bei den Menschen etwas anderes, weil die Menschen diese Werte vermissen. Aber wenn wir ein Problem werden für unsere Nachbarn, dann stoßen wir ab vom Islam. Dann werden die Menschen diesen Islam sagen, wenn der Islam solche Menschen bringt, die rücksichtslos sind, wollen wir diesen Islam nicht. Deshalb müssen wir wissen, wir werden zur Rechenschaft gezogen für unsere Handlung. Und ganz wichtig auch für uns ist, um damit abzuschließen, natürlich unsere Pflichten gegenüber dem Staat. Schaut mal, in diesem Land, es gibt ein Prinzip, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagt,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Wer von euch etwas Verwerfliches sieht, verändern, abschaffen. Entweder mit der Hand, wenn er kann, oder mit dem Wort, oder in seinem Herzen. Also er darf das nicht, er darf sich damit nicht anfreunden. In diesem Staat gibt es positive Dinge und nicht positive Dinge, schlechte, negative. Die positiven unterstützen wir, weil sie positiv sind. Und die negativen versuchen wir zu ändern. Mit der Hand ist nicht möglich. Was bleibt uns? Mit dem Wort. Mit dem Wort hast du mehrere Möglichkeiten. Manchmal über die Wahl. Es gibt Regionalwahl, Landeswahl, andere Wahl. Weil dadurch kannst du zumindest das Bessere unterstützen. Wir haben gesagt, nicht immer habe ich die Wahl zwischen richtig und falsch. Manchmal zwischen falsch und falscher. Aber ich darf als Muslim nicht passiv sein. Ich muss immer dafür eintreten, dass Schaden minimalisiert wird. Deshalb haben die islamischen Gelehrten gesagt, auch sämtliche Gebote der Scharia kann man subsumieren unter 5 Regeln. Eine von denen heißt, Ad-dararu yuzal. Schaden ist zu beseitigen. Und Schaden ist zu beseitigen, dass nicht mit Mitteln, dass es dann gleich bleibt oder mehr wird, sondern mit Mitteln, die das minimalisieren. Dann müssen wir es tun. Und dann haben wir unsere Entschuldigung vor Allah Ta'ala, sagen, ja Allah, das stand uns zur Verfügung, diese Möglichkeit, und die haben wir auch eingesetzt. Und sonst, die Gesetze in diesem Land müssen wir beachten. Beachten der Gesetze bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin. Manchmal sind wir gegen Gesetze, legitim, jeder Mensch, die Parteien hier in Deutschland, wieso machen sie immer eine Wahl und dann sagen sie, dieses Gesetz wollen wir abschaffen, dieses Gesetz reformieren. Du musst nicht einverstanden mit den Gesetzen, aber einhalten musst du sie. Und wenn du sie verändern willst, dann musst du den Weg der Veränderung einschlagen und musst aktiv dabei sein und tun, was du kannst. Genauso wie sie, die anderen, viele Gesetze verändern, die ihnen nicht anpassen. Schaut alleine das Gesetz der Erlaubnis für die Homosexualität. Wir wissen, in Deutschland vor 30, 35 Jahren war Homosexualität strafbar. Strafbar. Dann haben diese Leute ihre Lobbyarbeit gemeistert, über Parteien etc. Nach 30 Jahren ist das nicht nur erlaubt, sondern du wagst es nicht mal zu kritisieren mittlerweile. Wie kam diese Arbeit zustande? Menschen haben gewirkt, gearbeitet, damit sie ihre Ziele erreichen. Also, wir müssen auch als Muslime uns einbringen in diese Gesellschaft. In allen positiven Bereichen. Schaden minimalisieren. Dann können wir auch vor Allah Ta'ala stehen und sagen, ja Allah, wir haben getan, was wir konnten. Das stand uns zur Verfügung und das haben wir getan. Aber ich kann nicht in diesem Land leben, wo auch meine Kinder nachher leben. Es werden Gesetze gemacht, von denen ich und meine Kinder und Kindeskinder betroffen sind und ich schaue nur zu. Ich muss auch schauen, wie ich mitwirken kann, verändern kann, beeinflussen kann. Das ist eine Pflicht. Das ist nicht etwas, was man so macht, wenn man gerne hat oder nicht. Das müssen wir organisieren. Nicht alle müssen das tun, aber wir müssen. Genauso wie die anderen ihre Lobbyarbeiter haben, müssen wir auch unsere Lobbyisten haben. Das ist legitim in diesem Land. Das ist eine Gesellschaft der Lobbyisten. So läuft das System. Und wie ich euch gesagt habe, Rechte werden nicht verschenkt. Um die Rechte kämpft man. Dann musst du um deine Rechte kämpfen. Natürlich mit diesen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und sie sind ausreichend, dass wir unsere Rechte bekommen. Aber dann müssen wir aktiv werden. Nicht wir sitzen da in der Ecke, fluchen auf die Leute, ja, klagen immer an und wir sind immer die Opfer. Nein, wir müssen aktiv werden. Ohnehin, dieses Land ist mittlerweile Land unserer Kinder. Viele von uns, ihre Kinder sprechen besser Deutsch als Arabisch und Türkisch und Amazigh und all diese Sprachen. Und die Kindeskinder, damit wir sichern, dass diese nicht assimiliert werden, nicht verschmolzen werden in dieser Gesellschaft, müssen wir etwas unternehmen. Aktiv werden.
damit wir unsere Interessen, und das ist legitim, verteidigen können. Und das ist eine Pflicht, die wir erfüllen müssen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا في ذي أوفمر زنكيت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل نشكر الأخ الكريم على هذا الطرح الممنهج الطرح العلمي المبني على القواعد العلمية والتي قل ما نسمع نحن على هذا النوع من الطرح وبهذه اللغة وبهذه المصطلح Mesdames et Messieurs, vous disiez à votre âge, vous savez que nous ne sommes pas les autres vertrieben, mais les autres machen. Vous avez remarqué que jeder Begriff seine richtige Bedeutung auf Deutsch. Das ist wenig, wenn hören wir wie dieses Thema. Und dann mit dieser Methodologie und sowieso, da habt ihr gehört, dass was hat geklärt und jetzt, wenn einer hat eine gute Frage, aber eben unsere Themen, wir brauchen nicht. Außerdem vielleicht, wenn einer will etwas, der kontaktiert direkt, aber hier unsere die Frage, die gehört unser Thema, war ich glaube ich. طيب, افتح مجال السؤالات والأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون في موضوع الليلة. Wir wiederholen die Frage. Tfadal. Assalam. Ja, also die Frage, die der Bruder gestellt hat, er sagt über sich einbringen in diese Gesellschaft, um auch Schaden für Muslime und für andere zu minimalisieren, wie soll man das am besten machen? Ja, oder gibt es da Beispiele, in welchen Bereichen man das macht? Alle, die in dieser Gesellschaft leben, wissen, es gibt hier verschiedene Wege. Es gibt natürlich diesen Staat mit seinen Organen, wie zum Beispiel jetzt das Parlament, die Parteien etc. Und es gibt auch die NGOs, das sind diese Zivilgesellschaftsorganisationen, die auch in vielen Bereichen auch viel bewirken können und auch die Gewerkschaften. Die Frage ist, wir Muslime müssen eigentlich überall aktiv werden. Und wenn ich sage aktiv, ich warne immer vor einer Sache, dass immer einer alleine irgendwie was unternimmt, weil manchmal geht man unter in diesen. Aber wenn wir wirklich, und wenn wir sagen Lobbyisten, Lobbyistenarbeit, bedeutet, dass wir Muslime mit den islamischen Organisationen, aber wirklich nicht mit dem Niveau, was wir heute haben, brauchen Leute, die eine Vision haben für die Zukunft, dann sagen sie, wir müssen aktiv werden in den Gewerkschaften. Wieso sind von unserem Kulturkreis nur solche aktiv in den Gewerkschaften, die antimuslimisch sind? Aktiv in den Parteien, die nur die extrem Linken sind in diesem, von unserem Kulturkreis. Und sie arbeiten eher gegen uns als für uns. In den verschiedenen NGOs. Es gibt so viele Organisationen, die aktiv sind in den verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel zur Förderung jetzt im Bereich der Förderung der Familie, der Umwelt, etc. Viele Dinge. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir in dieser Gesellschaft uns einbringen, sichtbar werden. Wir müssen sichtbar werden.
dass die Leute sehen, diese Muslime setzen sich für das Gute ein, unterstützen bei den guten Dingen, haben da und dort viele Projekte. Sie sind nicht nur Leute, die zu diesen NGOs gehen und wollen nur von ihnen profitieren. Es gibt sehr viele Organisationen, sie helfen Migranten und Flüchtlinge und unsere Leute gehen nur um zu kassieren, um zu nehmen. Wo sind die Muslime, die geben? Wo sind die Muslime, die leiten, die beeinflussen? Wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Gesetze, Diskussionen, manchmal auch über die Schule. Schaut mal, unsere Kinder, wir haben in manchen Großstädten, wie ich mich das erinnere, als ich in Frankfurt war vor 13 Jahren, jedes vierte Kind in den Schulen in Frankfurt war ein muslimisches Kind. Welchen Beitrag leisten wir zum Beispiel in der Schule, beziehungsweise auch für diese Lehrpläne? Es kommen auf uns immer neue Sachen zu. Und wir wissen nicht mal, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben viele Probleme in der Schule. Also es gibt viele Bereiche. Deshalb brauchen wir erstmal eine Vision. Wir müssen wissen, wo wir sind, was sind unsere Fähigkeiten, was wollen wir erreichen. Und dann beginnen wir mit den wichtigsten Dingen eins nach dem anderen. Aber so planlos arbeiten bringt nichts. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen die Gemeinschaft, aber wir brauchen eine funktionierende Gemeinschaft. Und dafür müssen wir sorgen. Ich will die Leistung unserer Geschwister, die bis jetzt das geleistet, nicht schmälern. Wir sind auch, brauchen die Zeit. Ich habe vorhin gesagt, mit der Zeit, schaut mal, als unsere ersten Brüder kamen, sie haben sich gesehnt nach einer Moschee, dann haben sie angefangen mit einem im Keller und im Hinterhof und jetzt kommt langsam, jetzt wollen wir fragen nach Schulen, nach Kindergärten, nach Freizeitgestaltung für die Jugendlichen, nach Programmenangeboten in diesem Bereich. Jetzt kommt die Zeit langsam, wir müssen langsam eine Vision haben und wir müssen anfangen, systematisch zu arbeiten, genauso wie die anderen das tun. Schaut euch zum Beispiel die anderen Religionsgemeinschaften, wie sie organisiert sind, ob das katholische Kirche, evangelische Kirche, andere Kirche. Und bitte sagt mir nicht, ja, die haben hier die Öffentlichkeit, die sind Körperschaft des öffentlichen Rechts, sie haben Möglichkeiten, die wir nicht haben. Ich sage euch, unser Problem liegt bei uns. Denn in Österreich zum Beispiel haben wir eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und haben dort nichts erreicht. Ihr habt in Deutschland bessere islamische Arbeit als in Österreich. Wieso? Weil du hast keine Vision, du hast keinen Plan, du hast keine fähigen Leute und du hast die gleiche Korruption, die wir in der islamischen Welt haben bei uns. Dann kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen langsam als Muslime und diese schweigende Mehrheit soll mal den Mund aufmachen und sagen, Leute, wir möchten als Muslime auch hier als Muslime leben, nicht uns verstecken und wollen in unserem Beitrag den positiven Beitrag im Namen des Islam auch vermitteln. Und wir können das. Aber man braucht erstmal diese Vision. Und ich meine, das kann beginnen zum Beispiel jeweils, zum Beispiel hier in dieser Stadt. Wir haben so eine Moschee. Fangen wir an zum Beispiel hier. Wie verbessern wir unsere Beziehungen zu unseren Nachbarn? Denken wir nach Projekten. Wie können wir Freizeitgestaltung für unsere Jugendlichen zur Verfügung stellen, damit sie nicht am Ende zu Drogen oder auf der Straße lummeln und das und jenes. Wie können wir zum Beispiel aktiv werden in wichtigen Vereinen in dieser Stadt, die vielleicht auch über Belange der Stadt aktiv sind? Wie können wir unsere Kontakte zu den Politikern in diesen, die auch mit denen wir viel zu den verschiedenen Behörden? Also wir sitzen da und sagen, wir möchten einfach herauskommen aus diesem verschlossenen Bereich und zeigen den Leuten, wir können auch da und da und da Verantwortung mit übernehmen. Und das müssen wir machen. Und glaubt mir, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, werden sie uns mit offenen Händen empfangen. Ja? Dann wissen sie, diese Leute wollen auch geben, nicht nur nehmen.
Bitte. Hm? Ich weiß nicht, ob Fragen sind. Die nächste und letzte Frage. Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Sag mal, wir sind ja hier Muslime, leben noch, auch praktizieren, sag ich mal. Hast du denn praktische Tipps für uns? Was hast du eben angesprochen? Allah Ta'ala hat uns das zur Pflicht gemacht, das Streben nach Wissen. Hast du denn eventuell praktische Tipps für uns, sag ich mal, wie man das konkret diese Pflicht erfüllen kann? Gerade in dieser heutigen Zeit, zu den heutigen Bedingungen? Natürlich, wir können über ideale Sachen sprechen, aber sprechen wir über praktikable Dinge. Praktikable Dinge bedeutet, deshalb habe ich gesagt, wenn ich diese Vision habe, dann weiß ich zum Beispiel, ich brauche hier die Fortbildung unserer Jugend in Islamwissenschaften. Dann brauche ich Leute, die das machen können. Wenn ich diese Leute nicht habe, dann muss ich sie qualifizieren. Auch wenn das 3 Jahre dauert. Denn nach 3 Jahren werde ich Qualifizierte haben, die etwas anbieten können. Deshalb, wir müssen erstmal planen, Ziele haben. Und dann können wir das umsetzen. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, auch diese auszubilden. Man kann auch, es gibt mittlerweile ein paar Institutionen, wir können mit ihnen kooperieren, machen wir so Crashkurse, begleiten wir bestimmte Dinge und dann fangen wir an langsam. Weil, wie gesagt, immer wenig und beständig, das bleibt. Und das wird, inshallah, von Allah subhanahu wa ta'ala auch gesegnet. Ja? Deshalb, ich bin immer für kleine Schritte, aber mit Ausdauer. Nicht viel auf einmal und dann scheitert man am Ende. Deshalb, man kann eine Vision haben und dann sagt man, gut, wie setzen wir das um? Schritt für Schritt. Und dann schaffen wir das. Nur Verantwortung muss übernommen werden. Und ich bin sicher, ihr habt genug Leute hier, fähige Leute, wenn sie zusammenkommen. Aber sie kommen so. Nee, wir wollen nicht morgen erfolgreich sein. Wir wollen planen und dann Schritt. Wir freuen uns immer wieder über kleine Erfolge. Und dann irgendwann, inshallah, werden wir sehen, wir haben uns etabliert in diesem Bereich und in diesem Bereich. Nach 10 Jahren stehen wir woanders. Aber nicht, dass man denkt, nach 3, 4 Monaten, 1 Jahr. Nein, plane so. Diese Enzyklopädie, die ich angefertigt habe, als ich den Plan gemacht habe, habe ich vorgesehen dafür 15 Jahre. Wurde ich ausgelacht von manchen Brüdern. 15 Jahre und da und planst. Aber dann bleibst du dran. Schaffst du es nach 15 Jahren. Und Alhamdulillah, sage ich euch ganz laut, ohne irgendeine Unterstützung, weder vom Inland noch vom Ausland. Wieso? Geduld, Beständigkeit. Ich sage das euch nicht, damit ich sage, ich bin ein Supermann. Nein, ich sage euch, ein einfacher Mensch, wenn er Ziele hat und kleine Schritte geht, aber er kennt sein Ziel, auch nach 15 Jahren kommt er an. Aber wenn du nicht beginnst, wirst du nach 15 Jahren nichts haben. Manchmal wird man sagen, 15 Jahre lang, ja, aber nach 15 Jahren habe ich etwas. Wenn ich aber nicht beginne, werde ich nach 15 Jahren nichts haben. Und so müssen wir denken. Ja? Dann können wir in den verschiedenen Bereichen etwas erreichen. Und wie gesagt, jede Ortschaft hat andere Voraussetzungen. Das müsst ihr entscheiden. Aber ihr müsst sagen, wir wollen es. Und wenn wir sagen, wir wollen es und wissen, es braucht Zeit und Geduld und wir fangen an und machen immer so, dass wir immer kleine Erfolge haben, dann werdet ihr sehen, nach 10 Jahren seid ihr woanders. Inshallah.